Hi. Hallo. Willkommen wieder zu einem weiteren Unboxing. Diesmal, hoppala, die Box September. Diesmal schmeißen wir die Diesmal erstmal schmeißen wir hin. die Box erstmal weg. Wie ihr seht, ist es noch versiegelt, sie ist noch nicht geöffnet. Da direkt, was machst du jetzt? Ich glaube, jetzt brauche ich die nicht Ja, mehr. jetzt Ich brauche habe ich die gerade nicht noch die mehr. Musik gehört. Toll. Heute bin ich leider ein bisschen in Zeitdruck, deswegen müssen wir uns ein bisschen sputen. Und zwar machen wir es so, dass wir das Heft am Ende nicht mehr so durchgehen wie beim nächsten Mal. Das werde ich vielleicht noch im Video dann später reinschneiden oder so. Muss ich mal überlegen. Wir machen auf jeden Fall das Gewinnspiel, also das Quiz, und es gibt halt auch was zu gewinnen. Ich glaube, das müssen wir nachher nochmal sagen, Ja, ich wollte gerade sagen, wenn wir kommen wir soweit nachher sind. zu. Den Preis haben wir noch versteckt. Jetzt wollen wir erstmal ohne viel weitere Umwege doch uns an diese Box ranmachen. Wie ist denn jetzt hier geöffnet? Ah, okay. Den kleinen, nee, jetzt sehen wir auch. Doof. Kein Sneak Peek. Ich wollte euch einen Sneak Peek geben, aber wir gucken ja auf den Ist dumm. Bildschirm. Das ist dumm, genau. Hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch schon das Problem. Ich schränke die Box nicht auf. Holger, du hast Zeitdruck. Mich. So. Du darfst. Vera gebührt die Ehre. Reinzukrabbeln. Müssen wir nicht erst gucken, wo das jetzt herkommt? Ja, dann ist da das Heft irgendwo. Liegt er nicht oben auf? Okay. Oh. Schottland. Ah! Sieht aus wie Schottland, Ja. aber. Schottert. Ja, wir haben wieder eine sehr schöne Postkarte mit einer schönen Szenerie. Auch diesmal wirklich eine Naturaufnahme. Die letzte war ja irgendwie so, oder war die, weiß ich gar nicht. Die waren, glaube ich, Die war gezeichnet. gezeichnet, ne? Genau. Oh, Grisou, komm mit. Mach doch mal hier rüber. Voilà. Da drüben ist Grisou im Weg. Shortbread und Whisky. Ja, ich bin mal Und gespannt. Haggis. Und So, dann bitte. Ich möchte jetzt schon mal wieder sagen, ich habe sehr viel Angst vor dem Getränk. What's it? What? Das klingt. Wutsitz. Baked Wutsitz. Flaming Hot. Oh fuck. Im Klo ist zum Glück direkt nebenan. Walkers. Okay, in Schottland heißt Lace wohl Walkers. Ja, ne? Und letztes Mal hatten wir, wie heißt das Lace nochmal? In Japan hatten wir auch. Bei mir. Nee. Ach so, Entschuldigung, David. Das war mir jetzt nicht so bewusst. Was? Shortbread ist Haggis. Oder? Nein, was? Ach nee. Nein, ja, was redest du denn? Ich bin noch nicht ganz wach, tut mir leid. Das sieht genauso aus wie diese Maisdinger aus dem Ja, es Japan-Box. sind halt irgendwelche Flips, anscheinend ziemlich scharf. Bin ja nicht so der scharfe Fan. Und mal hier, Flip mit. Oh, guck mal, kann ich verstecken. Sieht man. Geht in meinem Okay, Polohemd unter. okay. Ist halt Mais. Also wenn du jetzt holst, ne? Nee, geht, sind doch nicht so scharf. Also ich denke, ja, da guck mal, ja, obwohl, ja, es kitzelt in meinen Ohren. Möchten Die Regie ist heute wieder auch dabei. wir auch ein? Die Hand auf dem Off. Ach, Tabi, Dankeschön. Oh, lecker. Darf ich auch für Sprüche da reinspucken? Da musst du warten, bis der Bojo da ist. Wo ist der eigentlich? Ja, gönn dir. Ich hab ja Hunger. Ja. So, ich würde sagen, wir gehen einfach weiter zum nächsten Rick. Das war schon mal okay. Kann man machen. Oh, mein Gott, schon wieder. Doritos. Doritos. Flaming Hot. Flaming Hot und Tangy Cheese. Das gibt doch einen ganzen Tag auf dem Pott, ne? Ja, ich muss gleich leider noch Minigolf spielen mit meinem Nebenjob. Da ist mit Das dem hört Pott sich irgendwie wahrscheinlich falsch schwierig. an. Dann habt ihr da den Ja, genau, das ist ein echter Joke. Doritos in Love, sagst du? Ja, kann man machen, ne? Hey. Tortillas sind halt Tangy Tortillas. Cheese. Bin auf die Käse gespannt. Oh Gott.
Ein bisschen scharf, ja? Stimmt wenigstens mal. Also für so einen Snack sind die schon scharf. Eieiei. Komm, hilft alles nichts. Oh. Oh, ja, hau in die Tüte. Komm mal ran, ey. Nee. Da bin ich voll für. Und auch ziemlich gut. Da bin ich gegen. Ich berichte, wenn er nachher kotzen geht oder so. Quatsch. Ich doch nicht. Hallo. Was denn? Ich bin dran. Ach so, ja, stimmt. Schön. Oh, die brennen aber auch. Das hat neben richtig. So sieht es mir aus. Ja. Oh. Ach so, ganz kurz nochmal. Wir haben ja keine Kopfhörer und keinen Sound-Output hier. Deswegen spart euch die Sound-Alerts. Die bringen gerade nichts. Nestle. Oh, mit Karamell. Aero-Chocolate-Karamell. Nestle from Scotland. So luftige Schokolade mit Karamellgeschmack anscheinend. Ich bin mega Nestle wahrscheinlich, ne? Vier Dinger. Da hab ich Bock drauf. Da hab ich auch gerade Bock drauf. Geil. Einzeln verpackt. Ja, nee, da isst du jetzt auch. Ja, das ist für Freddy nämlich viel. Für die Regie, Entschuldigung. Feel the bubble smell. Okay. Rainforest Alliance. People and Nature. Riecht schon mal sehr gut. Ja, einfach so, ne? Einfach noch ein Riegel. Grüß die Bubble Smell. Aber den schmeckt halt auch schon so ein bisschen abgestanden. Wie so Karneval-Schokolade, die man immer kriegt. Ich weiß, was du meinst. Mehr guckt natürlich nicht schon drauf. Was haben wir 2031 für letztes Mal, ne? In Japan? Mhm. Also die Bubbles fühle ich jetzt nicht so melden. Ja, immer noch einen scharfen Mund von dir davor. Mhm. Aber deswegen ist ein bisschen Schoko hier eigentlich ganz gut gerade. Wo ist denn jetzt hier? Eins aufmachen können, ne? Ja, ihr kann ja gar nicht. So, hat's ja noch nicht auf. Ja. Und Welcome Coming? Was? Wo? Von wem? Hab ich es gesehen? Hab ich es gesehen? Wollen wir Welcome? Ja, bis eben gebracht. Trigger! Mein Bester, vielen Dank für deinen Raid. Hey! Und ein Hallöchen an alle Mitgeradeten. Hallo! Du geiler Typ, ey. Trigger, Supportmaschine Nummer 1. Auf jeden Fall allen auch mal vorbeischauen und Follow da lassen. Na, mein Bester, wie war's? Was habt ihr gespielt? Danke. Danke. In Doritos verlassen. Windmirror. Cool. Windmirror. Das ist auch von Downplay oder so, ne? Downplay. Donut. Wie heißt die nochmal hier? Vom ersten Life is Strange. Donut. Ne? Oh. Ja, genau. Cool. Und hallo Pünchen. Zentun. Heute gibt's Snacks aus Schottland. Zuletzt hatten wir jetzt gerade hier luftige Schokolade mit Karamellgeschmack. Davor hatten wir schon einmal scharfe Doritos und mit Käsegeschmack und scharfe Flips. Mit Flipsgeschmack. Ja, definitiv. So. Geht auch sofort weiter. Ich habe Schokolade aufgegessen. Ja, aber aufgegessen. Bin ich dran? Ja, ne? Ja. Ja, also wie gesagt, nochmal Dank für deinen Raid und schön, dass ihr hier seid. Ich glaube, ich habe Tabasco in der Hand. Nee, doch nicht. Sherbet Fountain. Sherbet with a licorice dip. Sherbet. Da sind Scherben drin. Auf jeden Fall, Lakritz bin ich ja nicht so Fan von. Oh, geil. Choking Warning. Also für kleine Kinder wieder, wegen kleinen Teilen. Ja, für dich bestimmt auch. Was ist ein Sherbet?
Wie so ein Licorice Dipping Stick. Lakritze, ja. Aber. Das sieht aus wie eine Tube U. Zeig doch mal. Ach so. Ja, hier, ich wollte gerade sagen, sieht wirklich aus wie so eine Tube U. Ja, Nika, da können wir uns die Hand geben. Wie gesagt, ich bin auch. Ja, wie Brause oder sowas. Aber ich glaube, der Stick soll eigentlich hier drin stecken bleiben. Ist da nur einer drin? Ja. Ja, war das Satz jetzt hier Koks? Ja, das ist Koks. Sherbet ist eigentlich so B. Jetzt haben wir hier so ein Stänkchen. Das ist ein Lakritz-Dipper-Ding. Dann übergebe ich dir Vera, ne? Ich probiere gleich auch ein Stück von, aber ich probiere erstmal hier der Koks. Und hier drin ist halt wirklich so feines Pulver. Das sieht man, glaube ich, kaum. Ich glaube, davon wird man blind. So richtige Brocken. Das Patent. No. Hm. Wo ist da jetzt die Lakritze? Ja, hier dieser, halt nochmal den Stock hoch. Das ist so eine Stange Lakritz zum Dippen, eigentlich. Das schmeckt wie, ja, wieso? Ja, schon wie so ein Sorbet halt, ne? Ja, Zitronensorbet oder so. Mhm. Müssen wir auch so B und Brause. Ja. Vorher hat man es probiert. Ja, der ist so weiß. Ja, ich probiere jetzt auch mal ein Stück Lakritz, weil vielleicht mit dem Brausezeug hier. Ein Kuckstängel. Mhm. Ja, mal noch einer drin. Ja, einmal. Bah, Holger, das hast du gerade so rumgelutscht. Das kannst du dem Leute nicht so angeben. Bitte, wir wohnen seit 10 Jahren. Ach Gott. Mh. Mhm. Ja gut, wenn du halt kein Lakritz magst, ne? Mhm. Holger, spuck! Ja. Oh Gott. Bah! Okay. Das lassen wir. Das bleibt hier. Guck mal, es lebt. Hau ab jetzt. Hm, Entschuldigung dafür. Aber Lakritze, ich hab's mal probiert, es geht einfach gar nicht. Da dreht sich echt mal... Ne. Das bleibt geil. Doppeldecker. Cadbury Double Dagger. Sieht aus wie ein Snickers mit Puffreis oder so. Wenn ich jetzt schätzen müsste. So Amaranth oder sowas. Amaranth. Schmuck. Das können wir ja jetzt eigentlich auch teilen, oder? Weil jetzt jeder so ein ganz Ding ist. Was? Nein, aber ich habe noch kein Frühstück gehabt. Probiert. Schokolade. Ja. Ein geile Bar. Schokoriegel. Nee, das finde ich eklig. Findest du eklig? Mhm. Warum? Wegen der, ist das so ein Milky Way Creme? Mhm. Mhm. Das ist so die Scheiße. Mhm. Mal machen. Nee, kann man auch sein lassen. Nee. Bin auch gespannt. Hm. Ja. Halt Milky Way mit Knusper. Find's okay. Ja, wenn man ein bisschen kaut, ist okay, aber am Anfang ist irgendwie fies. Die Konsistenz. Mhm. War sehr weich. Einmal nach dem Getränk, bin ich dran? Hm? Bin ich dran? Hm? Ach, was ein Zufall. Ja, aber Entschuldigung, also eine Dose kriege ich halt hast immer. Hast du Durst? Oha. Bah, nee. Full on flavor, no sugar, bar, bubblegum. Das kann nur eklig werden. Sparkling, mixed. Fruit Flavor Soft Drink with Sweeteners. Mit Süßstoff. Okay, ich mach's schon mal auf. Ja, obwohl, aber ich glaube, das ist besser als das mit dieses Sperma. Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall besser als die. Ja, finde ich auch.
Ich hasse diesen Süßstoffgeschmack, ne? Oder von Zero irgendwie. Oh. Also es riecht wie Red Bull. Ich mag ja so Energy Drinks. Ja, Sweetener sind Süßmittel, genau. Oh, geile Farbe. Geile Farbe. Ich glaube, es ist radioaktiv. Okay. Die Farbe feiere ich. Ja, die Farbe feiere ich. Den Geschmack wahrscheinlich nicht, aber... Es riecht schon ziemlich eklig. Also wer halt Kaugummi mag, ne? Wir müssen auch wie Nuka-Cola... Ich wollte gerade am Mikrofon riechen. Nuka-Cola Quantum. Für die Fallout-Fans. Boah. Mhm. Okay, es riecht 1A nach Kaugummi. Ja, wie Red Bull. Und nee. Nee. Obwohl, nee. Jetzt. Es riecht wirklich wie diese billigsten Kaugummis. Ja, diese kleinen. Ja. Vielleicht, die noch so ein Sticker-Ding dabei haben oder so ein Aufreibetattoo. Die Regie ist begeistert. Ja gut, schmeckt halt, als hättest du gerade so ein Kaugummi gegessen. Ja, mhm. Wie so ein Blaubeere, ja, krass. Irgendwie. Das ist wirklich so, als ob man, aber es ist komisch, Mundspülung, ja, Listerine. Perfekt, Tami. Ja, das schmeckt halt. Also das Problem ist, man soll Kaugummi ja nicht runterschlucken. Ja. Und das ist das Problem. Das ist falsch. Weil, ich würde gerade sagen, genau. Es fühlt sich falsch an, das zu trinken. Und runterschlucken. Ja. Die bleiben nämlich im Bar, im Bauch, ne? Ja, genau. Dann wächst ein Kaugummi-Bauch. Mhm. Haben wir alle gelernt. Ja. So. Das ist schon wieder irgendwas Süßes. Mm. Milky Bar Cookies and Cream. Mhm. So eine Art Malteser von Nestle. Oh, die Lakritz sieht echt viel aus hier. Das sieht aus wie, wie so ein Vogelschiss. Ja. Ein Kakao-Nip. Für alle Brooklyn 99-Fans. Kakao-Nips hier. Kakao-Nips. Kakao-Nips. Hast du so abgebissen, Junge? Ja, ich wollte die Konsistenz fühlen. Dinkelchen. Was sind Dinkelchen? Die sagen mir gar nichts. Tabi. Ja. Ja, ja, ist halt weiße Schokolade. Wenn irgendjemand von euch übrigens mal so eine richtig fiese Box findet, schickt dem Holger gerne diese Box. Wir machen das. Mhm. Das ist auch so ein Zeug mit Schoko überzogen. Köttelchen. Köttelchen. Schoki, aus Dinkel. Köttelchen finde ich gut. Okay. Danach eine Stunde joggen, ja. Ungefähr. Dinkel ist gesund. Ja, ist richtig. Aber trotzdem ist es mein Go-To. Ja, du bist dran. Hm. Oh, so viel ist gar nicht mehr, ne? Nee, das ist ziemlich groß, was du da gerade in der Hand hast. Ich weiß auch nicht, wie oft du das noch anfassen willst. Noch was drin? Ja. Hoffe ich, krass. Das sieht aus wie hier... 99 Kalorien. Ballisto. Das erste Mal, ja, sieht echt ein bisschen aus wie Ballisto. 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 Toffee Crisp, auch wieder von Nestle. Also Nestle scheint ziemlich krass zu sein in Schottland. Oder die Leute von Vernascht die Welt haben, boah, da sind Eissachen drin. Ja, wie gesagt. Also ist halt sehr schokoladig, ne? Ich weiß nicht, ob das Angebot noch gilt, das Sommerangebot, aber da hat sie auf die erste Box 95% Rabatt bekommen. Ansonsten kostet die Box im 3-Monats-Abo 23,90 und im 6-Monats-Abo 22,90 und die Einzelbox 24,90 oder so. Vernaschtdiewelt.com. Es gibt auch noch, glaube ich, neben dieser Länderbox auch die Amerika-Box. Da kriegst du aus jedem Staat immer eine. Und die haben auch einen Adventskalender. Ja, jetzt aber genug mit dem Werbeblock. Okay.
Das soll nur 99 Kalorien haben. Weiß ich nicht. Das ist lecker. Ja, muss ich aber jetzt nicht aufessen. Das ist mir echt ein bisschen zu viel Schokolade für die Uhrzeit. Und ich glaube, damit nähern wir uns schon den letzten Item. Da war nur noch eins, ne? Aber du bist dran. Mhm. Ich dachte, ich lass dich erstmal aufessen. Ja. Nimm mir noch einen. Oh. Hopnots. Ah. McVitie's. Leer. Sind das Haferflocken oder ist das Puffreis? Hopnots. Sieht aus wie? Mit Oats. Ja, Haferflocken. Ja, Haferflocken. Ja, aber das sind wenigstens so Sachen, die kannst du dann auch mal irgendwie hier so. Ich würde einfach mal dran gehen zwischendurch. Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde gut. Also natürlich verpackungsmäßig absolutes No-Go, aber ja. Prinzipiell jetzt gerade zum einmal testen, finde ich es gut, dass so viele Sachen einzeln verpackt sind. Ja. Okay, ich glaube, das könnte ganz geil sein. Bursting with Oats. Oats. Milk Shocky Flapjack. Oh, guck mal, ach, das ist echt so ein. Eieiei, so ein. Mhm. Richtiger Müsli-Riegel. Frühstück für zwischendurch. Kann man machen. Mhm. Bisschen wie so ein Proteinbar, ne? Mhm. Vom Atari-Dinger. Oh, na, bis zum 3. November. Na, geht noch. Auch gar nicht so lang, ne? Nö. Mhm. Ja, das finde ich gut. Nun gut. Das war also die Schottland-Box des Monats September. Wo ist das Heftchen? Was hast du da vorhin? Was hat Freddy? Wo hast du das Heft hingelegt? Ah, ja, stimmt. Sorry. Dann widmen wir uns gleich dem Quiz. Ich guck schon mal schnell rein, was es da so gibt. Mhm. Oh, jetzt haben wir 23, ne? Mhm. Ich kann die Fun Facts mitnehmen. Mhm. Vera, liest du schon mal die Fun Facts zu Schottland durch? Vor. Dafür haben wir noch Zeit. Nee, ich möchte nur eins vorlesen. Schottlands Nationaltier ist das Einhorn. Damit übergebe ich an Holger. Okay. Der Schotte Charles McIntosh erfand die Regenjacke. Schottland beheimatet einen der ältesten Bäume Europas. Er ist mindestens 3000 Jahre alt. Edinburgh war die erste Stadt der Welt, die über eine eigene Feuerwehr verfügte. Es gibt ca. 790 schottische Inseln. Und unfassbar, der Dudelsack erschien zum ersten Mal in den Jahren 2800 bis 2500 vor Christus. Krass. Genau ist man wohl nicht sicher. Ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht mehr so viel erklären, oder? Ja, hier sehen wir nochmal so die... was alles in der Box drin war. Bei dem Scurbit Fountain, bei diesem Uhu, Lakritz-Uhu. Gab es noch Strawberry-Uhu. Genau, gab es noch Strawberry neben Original. Wir haben Original. Ach, da wäre der. Da wäre es ein Strawberry-Tap. Was? Ja, ich lese das gerade auch irgendwie. Erdbeere-Stab. Wie haben die das denn hier übersetzt? Ja, ich wollte sagen, wir haben jetzt vor allem getrennt. Erdbeeres minus Tab. Aber ich glaube, wir meinen Erdbeerstab. Erdbeerstab, ja. Unser Geheimdipp für euch. Oh Gott. Da sind auch ganz witzige, die Häppchen da schreiben. Auf jeden Fall. Machen wir das Zutatenverzeichnis. Oh.
Kommen wir jetzt zu unserem Quiz. Es gibt einen Gewinn heute. Nicht wahr? Mhm. Präsentiere den Preis. Dauert noch einen kleinen Moment. Wait, wait. Schluck jetzt. Schluck. Das sind diese ganzen Zerebralien, die verstopfen meinen Mund. Was sind das? Zerebralien. Ja, genau. Und zwar gibt es dieses formschöne Game of Thrones Notizbuch zu gewinnen. Stilecht mit Stifthalter und aus dem Hause Stark. Genau, aus dem Hause Stark. Nicht benutzt. Ja, dann. Ja, dann spreche ich an, Tabi. Hinten hat man auch sogar noch Fach, wo noch Papiere reinpassen. So. Ich würde sagen, wir machen pro Frage. Haut in die Tasten. Machen wir Limit oder was? Also. Ja, schwierig, ne? Einer muss auf den Chat gucken. Also wir gucken so, ne? Wenn es aussieht, dass ihr abgeschrieben habt, dann kriegt ihr den Punkt nicht gewertet. Okay. Legen wir dann los, ja? Also. Und es gibt Antwortmöglichkeiten, ne? Also ich lese erst die Frage und die Antwortmöglichkeiten durch. Und dann so schnell wie möglich tippen. Und dann könnt ihr auch den, wir können es auch mit A, B, C machen. Oder vielleicht sagt kurz jeder einmal Bescheid, der jetzt überhaupt dabei ist, der mitredet, dass wir nachvollziehen können, ob alle schon geantwortet haben. Das wäre vielleicht ganz praktisch, oder? Ich. Okay. Ach Sven, du kriegst dann sowieso nicht. Na gut. Okay, dann legen wir jetzt los. Wie heißt die größte Stadt Schottlands? A. Glasgow, B. Edinburgh, C. Aberdeen. Du musst gleich merken, wer jetzt was antwortet. Ja, was zum Schreiben. Ich schließe die Frage in. Okay, Frage ist beantwortet. Alle haben geantwortet. Wir haben zwei Bs und ein Glasgow. Das wäre A. Richtig ist A, Glasgow. Ein Punkt für Tabi. So. So, zweite Frage. Wie, seid ihr bereit? Voll geraten. Ist doch schön. So, Achtung, geht weiter jetzt. Konzentration. Wie heißt ein typisches Nationalgericht? A. Foddis, B. Jakanis, C. Haggis. Ich glaube, der Sven hat abgeschrieben. Und richtig ist natürlich Haggis. Ja, habt ihr alle richtig. Haben wir sogar gerade schon behandelt gehabt. Ganz klar. Wunderbar. Guck mal, ja, ey. Du einfach. Wir können, oh! Ach, Pünchen, ey. Okay. Na, Sven Thun ist mein Bruder. Nur hier so zur kurzen Erläuterung. Mein Nachbar. Auch dein Brudi. Ein bisschen. Nee, sehe ich nicht. So, dritte Frage. Wofür wurde der Dudelsack früher eingesetzt? A. Als Kriegsinstrument. B. Als Ersatz für die Essensglocke. C. Als Versteck. Können wir den Sven bannen? Gleich ein Timeout.
Oh, jetzt haben wir einmal Oh, A, okay, B, jetzt haben wir alles C. dabei. Es wird spannend. Und richtig ist A, als Kriegsinstrument. Die ein Punkt Nika, für Nika. Ne? Ja. Dann haben wir Tabi hat 2 Punkte, Nika hat 2 Punkte. Sven hat 1 Punkt. One. Ja, bleibt spannend, ey. Ist noch alles drin. Wir haben noch, es ist gerade Halbzeit. Es kommen noch 3 Fragen. Also, wir machen weiter. Der Teil Schottlands mit den höchsten Bergen heißt A. Mountainlands, B. Highlands, C. Hilllands. Die Regie lacht sich kaputt. Mhm. Oh, das ging schnell. Alle 1 Punkt. Ah ja, als großes B. Ja, Highlands ist richtig. Kriegen alle 1 Punkt. Oh Gott. Vielleicht muss ich gucken, wo ich die zweite Tweetsbruch herkriege. Muss halt durchschneiden. Ja, genau. Kriegt ihr eine Hälfte. Fünftens. Welche Insel liegt unmittelbar vor Schottlands Küste? A. Die Insel der Feen, B. Die Insel der Schafe oder C. Die Insel des Nebels? Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Mhm. Aber es bleibt spannend. Hätte ich auch gedacht, es wären alles valide Antworten. Oh, da kommt ein A und ein B und ein C. Oh, das macht Sinn. Ihr macht, ihr rasiert uns, ja. Ja. Die richtige Antwort ist C, die Insel des Nebels. Ein Punkt für Sven Boon. So, dann haben wir. Jetzt haben wir 3-3-3. Und wir haben noch eine Frage, ne? Ja, wir haben noch eine Frage. Bitte geht's auch wieder ABC. Dann sind wir raus. Okay, nochmal kurz alles sammeln. Konzentration. Die letzte Frage. Was verrät das Karo-Muster eines Kilts? A. Die Zugehörigkeit des Clans. B. Das Alter des Trägers. C. Den Dienstgrad des Trägers. Ich glaube, die Sven hat abgeschrieben. Okay, wir haben 3 Gewinner. Gratulation! Ihr habt alle. Ihr Vollhorst, Mann! Alle 4 von Dingspunkten. Elronodem, hallo! Schön, dass du da bist. Hallo! Was haben wir extra gemacht? Ja, ja, okay. Ihr seid bestimmt gerade irgendwo alle im Discord und verarscht uns. So, schön, ne? Moment, da habe ich. Sven, du kannst dir irgendeine Süßigkeit abholen. Ja, kann ich ihm auch gleich mitbringen. Ich sehe den ja, oder so, genau. Sven, du kriegst deinen Preis vielleicht sogar vorbeigebracht. Für die Damen, eine Sekunde. Obwohl. Ja, mach mal. Noch eine Schätzfrage, meinst du? Hätte ich jetzt auch gesagt, aber irgendwie finde ich es eigentlich auch ganz schön. Wenn alle gewonnen haben. Alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. Hallo, aber hallo. Tabi soll es bekommen. Ich hätte auch noch ein Star Wars Notizbuch. Boah, jetzt mach ich's richtig schwer. Aber Nika, das ist, das ehrt dich. Ja, genau. Ja, wenn das d'accord ist, dann, Tabi, klär mal später, dann würde ich dir wirklich mal schicken, ne? Aber ich bedanke mich erstmal bei allen, die teilgenommen haben. Und Nika, für dich finde ich aber auch noch, also, vielleicht finde ich noch was für dich. Was möchtest du denn haben, Sven Thun? Ich habe keine Notizen. Ja, sehr gut. Ja gut, dann machen wir es so. Dann Gratulation, Tabi. Schreib es mir nachher einfach mal per DM oder ins Discord oder irgendwo. Die Lakritzstange bekommt er. Ja, ist leider gut. Alle. Der ist eine Lakritzstange. Da kann er gleich mal schreiben. Sven, schreib einfach gleich mal. Stell nochmal alles vor. Ich weiß ja wirklich nicht, was drin war. Ja, wo warst du denn die ganze Zeit? Was haben wir denn hier? Okay, die Doritos sind blöd, weil die sind auf. Und die sind scharf. What's it? Sind so scharfe Flips, die sind aber auch auf.
Dann haben wir hier Loufle-Schokolade. Genau, Loufle-Schokolade mit Karamellgeschmack habe ich noch einen Riegel. Milky Way mit Puffreis. Oder hier so Cerealien-Gedönse. Milky Way mit Puffreis. So Ballisto-Verschnitt haben wir noch. Oder genau, diese Ballistos. Gerade war das letzte. Nee, sind die nicht. Ah, nee, stimmt, das sind die Ballistos. Wo sind die denn? Das Getränk ist leider auch schon offen, Sven. Achso, und hier haben wir noch Schokonips. Milky Bar. Also Pütchen, entscheide ich. An alle anderen, ich bedanke mich erstmal auch schon mal wieder fürs Zuschauen. Es hat uns wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja. Eine Box kommt noch, dann muss ich mich entscheiden, ob wir das weitermachen oder nicht. Oder ob wir vielleicht einen Anbieter wechseln. Milky Way mit Puff. Gut. Das hier, ne? Ja. Ja. Ich pack das mal ein, ne? Ich lasse noch zwei, ja, dann kannst du noch. Hat schon nicht auch noch was. Milky Way mit Puff. Das nächste Mal will ich immer spucken sehen. Ich hab gespuckt. Ja, wir müssen es echt mal, wir brauchen mal so eine richtige eklige Box. Aber das findet man. Ja, mit Surströmming oder was, so ein Scheiß. Ja, mit Insekten oder sowas. Dann mit Surströmming, das machen wir schön draußen. Dann machen wir das haben wir schon gemacht. Das gibt's auch bei YouTube. Das kann ich gerne mal auf Twitter verlinken, wenn man sehen möchte, unsere Reaktion auf Surströmming. Das war bei Wacken. Wir haben es nicht gegessen, wir haben nur dran gerochen. Wir nicht. Ja. Naja, Durian testen, hau ab, ey. Nicht so schöne Box für euch, ja, macht das mal. Okay, wie gesagt, ich habe leider ein bisschen Zeitdruck, deswegen. Kommt eine gewisse Box. Ja, ist es heute ein bisschen alles flotter gewesen. Ich hoffe, es war trotzdem in Ordnung und ihr hattet Spaß. Video kommt wahrscheinlich morgen erst, wenn überhaupt, weil heute bin ich den ganzen Tag unterwegs, muss nachher auch auf Nacht. Ansonsten, Bugfables geht am Donnerstag weiter, so wie immer. Genau, und alles andere klären wir auf, also wir hören uns auf Twitter und, ne? Social Media, ihr kennt ja den ganzen Mist. Ich weiß gar nicht, Nika, wie unsere Pläne waren, aber genau, mit Guild Wars geht's auf jeden Fall auch irgendwann weiter. Genau. Und dann würde ich sagen, besuchen wir jetzt noch die liebe Pixie Naut, die spielt nämlich gerade Lost in Random, ein neues Spiel von EA. Und ja, ich wünsche euch auch einen schönen Sonntag. Es war uns eine große Freude und viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Schönes Ciao. Wochenende euch noch. Ciao. Ich habe die Aufnahme nicht gemacht. Ah, geil, muss ich nachher von Twitch runterladen. Du bist ein Idiot. Ich bin ein Idiot, das ist richtig.